Also werden wir jetzt erstmal schnell zu dem Gipfel uns wirbeln. Und den Ohren holen, weil da brauchen wir nicht mehr jeden Penner 1 kennen. Und brauchen Gumbario eigentlich nur dann, wenn wir einen seltenen, also einen wirklich starken Gegner, einen besonderen Gegner oder halt einen Bossgegner vor uns haben. Zum Scannen, also. So hat. Außerdem ging das ja ziemlich schnell. Keine 2 Minuten, schon sind wir hier. Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo noch eine scheiß Klappe ist. Aber soll's. Oh, denn wir kommen. Von dir will ich nichts. So soll ich mal tun. Was geht, Homie? Kuckuck! Zeig die HP deiner Gegner. Immer her damit. Ja, das ist okay für mich. Danke. Yes! Das ist mir jetzt auch wert. Scheiß drauf. Ja, das ging auch schon mal ziemlich schnell bis hierhin, ne? 2, vielleicht 3 Minuten. Und jetzt gehen wir einfach hier zurück. Ach ja. Schon geil gemacht, das Spiel. Ich weiß nicht warum, aber mein linkes Auge brennt auf einmal. Das ist richtig unangenehm. Ah. Ah, warte. Multisprung, Erstangriff. TV, hier möchte ich die auch hören. Abwehrkräfte, ja, es ist so wie diese ganze aktiviert Abwehrkräfte Kacke. Nur mit dem Hammer haut man das aktivell wieder sofort raus. Das heißt, man wartet nicht, bis man es wieder auskeckelt, kotzt oder pinkelt. Es wird sofort mit dem Hammer rausgehauen und darum haben die Gegner dann sofort weniger Verteidigung, weil sie ihr aktiviell ausscheiden. Ja, ich möchte. Das erklärt diesen Anti-V-Hieb. So funktioniert er nämlich, weil in diesem Spiel fressen und trinken sie alle Actimel. Denn es erklärt Abwehrkräfte. Seit ein paar Jahren. Das Spiel ist ja auch erst viele Jahre alt. Ich glaube heute gerade wirklich. Also ich glaube wirklich viel Dünnpfiff fällt mir so auf. Ups, ich wollte eigentlich die Zeit mit dem Zug nutzen, um nochmal schnell einen Schluck Milch zu trinken. Ja, ja, quatsch mir nicht das Ohr. Wir speichern mal kurz. Machen uns wieder auf den Weg über die Klippen. Wir haben noch einiges vor uns, meine Lieben. Hier ist alles voll. Voll wie eine Ritze. Man kribbelt in der Ritze. Oh, komm schon. Nee. Ach, was soll's. Wir nehmen sie einfach alle mit und basta. Jawoll. Bam. Bam. Bam, 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 bam.
Luftangriff kickt einen Gegner. Kurz vor der Landung. Ja, es hat ja super geklappt, ey. Also, der Luftangriff muss ich, glaube ich, noch ausüben. 2 Sternpunkte für 2 Gegner, das ist wirklich läppisch. Aber hey, wir haben unser Leben zurück, was wir eben, verloren haben. Mein Speicherplatz. Also, ich sag mal so, ne, wenn die Gegner noch nicht auftauchen, dann ist es ja eigentlich wurscht. Ob wir kämpfen oder nicht. Verdammt. Jetzt ist einer, jetzt muss ich kämpfen. Bin bei Boden und decken einen leichten Schaden. Erdbeben. Bam. Stirb. Stirb. Yeah. Harakiri, verlasse mich darauf, dass du ihn jetzt töten wirst. Mann! Boah, sofort klappt nichts mehr hier. Liegt wahrscheinlich nur an der späten Uhrzeit. Jetzt klappt's wieder. Leck mich doch, ey. Geht doch, geht doch. Warum nicht gleich so? Ein bisschen zu spät, aber naja, jetzt habe ich langsam den Dreh raus, mit ihm zu kämpfen. Naja, Barakiri, das ist schon umständlich. Du bist nicht nur schusselig und verlierst einen wirklichen Schild. Scheiße. Du bist auch noch nicht gerade leicht im Kampf zu benutzen. Hey, haut ja richtig rein. Ja, geil, brauche ich noch nicht mal beim Bett. Ist doch cool. Kriegen wir auch ein bisschen was zurück. Ist auch ganz geil. Nein, lass mich in Ruhe. Du kannst dich mal kreuzweise. Ich will nur zu Knospi. Zu meinem kleinen Knospi. Sprichst du mit mir? Sonst ist ja niemand hier. Also musst du mich meinen. Es ist schon lange her, seit ich von meiner Heimat, den Blütenfeldern, hierher gekommen bin. Aber du bist die erste Person, die mit mir spricht. Sonst nimmt niemand Notiz von mir. Die wenigen Leute, die hier vorbeikommen, glauben, ich würde einfach nur blühen. Ich liebe ein gutes Gespräch. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Dies ist ein wertvolles Samenkorn. Halt es in Ehren und denke an mich. Nö. Bitte pflege den Samen mit viel Liebe. Eines Tages wirst du davon profitieren. Ja, ja. Ich weiß. Die Frucht deiner Lenden. Nein! Nein! Wird mich zu einem super tollen Ort. Bam. Ich lasse los und wir drehen noch eine halbe Runde. Das ist echt scheiße, wenn man das mal so sagen kann. Nichts tun. Also die Verteidigung kriege ich echt nie hin. Ach komm. Siehste? Ich lasse passend los und Pisser. Die Scheiße habe ich keinen Bock, ey. Leck mich, du Penner. Mann! Verrecke! Penner, ey. Scheißlappen. Mistvieh. Das ist ja so gewollt. Wie eine Scheißmünze. Ja, schütten wir uns den auch noch in die Kehle. Alles schön voll
Häusern kleckern Mammen, ja, alles voll geschmiert. Den lasse ich mal in Ruhe. Den lasse ich auch in Ruhe. Das Vogel. Super, Carry, walte deines Amtes. Das kann ja jetzt was werden. Wir uns der Herrscher. Hey, Dudo! Schön langsam, Burschi! Nicht so schnell! Ich hab die schon doch schon einmal wo gesehen. Boah, ich kann gar nicht so sprechen, wie so ein Ausländer. Diese Ausländer, wie heißen nochmal? Bayernesen oder so. Ajo, sehr ähnlich! Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief vom Bowser. Und jetzt sag, wer bist denn du? Luigi? Tjo, Luigi, ha? Du schaust nicht aus wie der Typ. Naja, ich glaub nicht, dass du der Mario bist. Deshalb darfst du weitergehen. Ja, mit Luigi kann man ihn dazu bringen, zu glauben, dass wir nicht Mario sind. Jetzt gehen wir aber nochmal hier. Ja, super. Das klappt echt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte nämlich einfach mal zeigen, wie es ist, wenn wir ihn austricksen. Dann gehen wir halt mal raus, wieder rein. Und geben ihm dann unsere wahre Identität zu erkennen. Wir haben es nämlich nicht nötig zu lügen. Ja, ja, Bushi hier, Bushi da. Ich hab Gumbario vergessen. Ach ja. Oh, ich muss gähnen. Also wir geben ihm jetzt unsere wahre Identität zu erkennen, nämlich dass wir Peach sind. Was hast du gesagt, Prinzessin Peach? Sag, glaubst, ich bin der Bert? Prinzessin Peach wird in der Festung von Bowser festgehalten. Hast du geglaubt, ich weiß das nicht? Du battlest ja richtig um Schläge. Warte, Mario, jetzt kriegst du Attention. Attention. Ey, ich frag mich, wie man nur so sprechen kann. 40! Das muss jetzt einfach sein. Das ist ein Busan. Er bewacht den Klippenberg. Wow, ganz schön groß, der Vogel. 40-3-0. Wenn du in seinen scharfen Klauen gefangen bist, verlierst du 4 KP. Versuche dich aus seinem Griff zu befreien. Seine Spezialattacke ist es, reißende Winde zu erzeugen. Diese Attacke trifft auch deinen Freund. Aber er hat doch Eier ausgebildet, nicht wahr? Ob er in Wirklichkeit eine Ziege ist? Wer weiß das schon? Wer weiß? Komischer Scheiß. Mann. Ah, du Missgeburt, ey. War ja klar. Mistvieh, ey. Wenn er rechts anhält, dann ist ja kein Wunder, dass ich es nicht schaffe. Pissvogel. Fuck it!
Ey, ich hasse das wie die Pest. Mann, jetzt kriegt er halt. Panzer in die Fresse. 5, yeah! Jawoll! Yeah, die Hälfte haben wir hier schon runtergeklappt. Oh, dieser Kampf ist echt spannend, muss ich ja schon mal sagen. Bäm, wieder voll in die Fresse. In die Fresse. Eins nur? Ja, du hast es echt drauf, Kumpel. 25, 25, das ist echt geil, aber das machen wir nicht. Ich habe keinen Bratpilz mehr, das ist scheiße. Nom, 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 nom. Rückerstattung. Ich hab doch gedrückt, du Penner. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Yeah, der hat's nicht drauf. Ja, ne? Geht ja nicht anders. Hör damit, hör damit, hör damit. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Die Aufnahme möchte ich gerne gleich beenden. Ja! Nur eins! Ich hasse dich! Nichts! Yay! So schnell kann doch kein Schwein drücken! Mann, Pissvogel, ey! Mit dir verschwende ich doch keine Zeit mehr. Bam! Ja, wenigstens gibt da ein bisschen Sternpunkte. Ziemlich wenig für meinen Geschmack, aber naja. Holla! Jetzt Hobby aber Dätschen kriegt! Komischer Piepmatz. Ja, Tätschen krieg ich da. Nicht das angenehme Tätschen? Nee, 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 du. Jawoll. Kommt ja alles wie gerufen hier, muss man ja schon mal sagen, ne? Perfekt, um die Aufnahme zu öffnen. So, jetzt speichere ich erstmal. Alles klar. So, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Ah, es ist schon spät, aber schon fast 4 Uhr. Meine Fresse, ey. Ah, ja. Ja, was bleibt groß zu sagen? Wir haben einiges geschafft wieder einmal in dieser Aufnahme. Wir haben den Klippenberg gemeistert. Wir haben einen neuen Kollegen im Team. Wir haben 2 Level-Ups geschafft in dieser Aufnahme, was auch schon wieder ganz nice ist. Wir haben schon wieder fast das nächste Level-Up halb fertig. Und in der nächsten Aufnahme werden wir uns darauf konzentrieren, die Wüste unsicher zu machen. Das wird sehr interessant. Also, ich speichere einfach nochmal. Also dann bis zur nächsten Aufnahme und Arrivederci, meine kleinen Freunde. Macht's gut und tschüssi. So, jetzt haben wir die.